Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir haben in der letzten Folge mal unseren kleinen Helikopter ausprobiert und haben mal so ein paar Gebäude geplündert. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, bis auf dass wir halt ein bisschen auf die 12 bekommen haben von den Zombies, die da noch in Ruhe geschlafen haben. Aber nichtsdestotrotz hat sich das doch sehr gelohnt. Und wir schauen jetzt mal gerade... Tragschrauber, ne? Genau, Tragschrauber. Und wir schauen jetzt gleich mal hier in Shamway rein, sobald wir die Möglichkeit haben dazu. Okay, ich dachte, da hinten wäre noch einer. So, ich fahre mal ein paar Meter vor. Und ich muss auch ganz dringend was essen. Ach da. Ups. Dit war it. So, was haben wir denn hier noch gerade dabei? Jo, haben wir noch... Ja, hier haben wir einen roten Tee, perfekt. Ich kann mir mal gerade erstmal das hier. Ist aber nicht so viel Essen, ne, was wir gefunden haben, wenn ich mir das mal hier so anschaue. Irgendwo haben wir mal so eine massive Ladung zu essen gefunden, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Oh, der hat was fallen lassen. Und die kommen an der Seite raus. Oh shit. Oh shit. Na ihr? Ich wollte eigentlich in Ruhe plündern gehen. Nein. Oh, die laufen wieder so, wie sie wollen. Ah, jetzt wird es wieder ungemütlich. So, jetzt wieder irgendeine Spawnwelle. Jetzt ist wieder so eine fette Spawnwelle irgendwie. So, wie lange bleiben die überhaupt dran? Und weiter geht's. Vielleicht hole ich mal das Scharfschützengewehr raus. Wenn das Spiel mich lässt. Ah, es war zu weit. Achtung! Wieso werdet ihr denn schon wieder so ungemütlich jetzt hier, sag mal, ey? Ich wollte doch nur plündern. Oh, das waren Headshots. Beim Hinfallen. Und da hätten wir noch einen Dickerschen. Ah, jetzt kommen schon wieder so viele. So. Oh! Achso, oh, jetzt habe ich gedacht von der anderen Seite. Schön rückwärts laufend erschießen. Ha, darf ich jetzt mal?
Ich weiß nicht, wie viel Munition wir jetzt noch haben. Ist halt die Frage, ob sich das jetzt noch lohnt. Na gut, wir haben noch ein bisschen. Das war's mit dem. Ist halt die Frage, ob das jetzt gerade so einen Zweck hat, weil die anscheinend gerade unbegrenzt kommen. So, das hier muss ich auf jeden Fall mal durchladen, bevor wir reingehen. Und da liegt noch mein Loot. So. Oh, scheiße! Ah! Der andere hin. Okay, warte mal, ich geh mal ran. Oh. Kommen schon wieder so viele. War ein Quickscope. Ja, ich weiß nicht, das macht gerade irgendwie gar keinen Sinn. Das ist, weiß ich nicht. War der gekillt oder? Ich glaube, das war ein Kill. Ah, das ist ja noch ein Kopf. So, da habe ich jetzt. Ah, liegt das noch an? Gut. Und wir fahren wieder vor. Ich bin nur froh, dass wir die ganze Zeit keinen Berg haben. Hier ist durchgeladen, hier ist durchgeladen. Ja, hier brauche ich eigentlich nicht im Notfall. Aber wir gehen jetzt rein. Und hoffentlich finden wir direkt das, was wir suchen. Und zwar Essen. Jede Menge Essen. Warum ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste? Oder schon mal viel wert? Zwei sogar? Nee. Nee, nur eine. Wird nicht wirklich viel drin. Mit nichts drin, diese. Oh, hier ist wohl der Food Vault. Oh, hi. Ah, hier bleibe ich erstmal. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge 9mm gefunden, kann das sein? Du Drecksack, du! Hi. Na gut, hätte ich vielleicht mit Dingen zu... machen können. Hier ist auch eh nur Müll drin, oder? Ja, nichts, was wir gebrauchen können. Wo kommt die eigentlich schon wieder her?
Jetzt macht er hier den Laden kaputt. Irgendwie kloppen sie sich noch durch. Ah, jetzt sind durch. Oh shit. Oh. Oh Mann, ey. Jetzt reicht's mir aber. Man ist es halt nur noch nervig. Und wir können wieder raus. Ach komm, scheiß drauf. Ich fahr jetzt erstmal weg. Das ist mir zu blöd. Hier kommen immer weiter Zombies und du kannst nicht in Ruhe plündern. Scheiß drauf. Da kommt nämlich schon wieder ein Schrein. Komm, das lassen wir jetzt. Das macht einfach keinen Sinn. Da kannst du 10 Millionen Schuss verballern und die spawnen halt immer weiter. Das ist... Gerade in der Nacht ist das absolut kacke. Dann, ja. Weiß ich nicht. Haben wir jetzt kein Glück gehabt mit. Ich meine, manchmal geht's ja. Well, manchmal geht's ja, aber das ist jetzt wirklich nur noch nervig. Fahren wir erstmal nach Hause. Und dann laden wir erstmal schön ab. Und dann, können wir immer noch wiederkommen. Und nochmal eine Helikopter-Loot-Tour machen, vielleicht. Naja, wir sehen uns dann, zu Hause, würde ich sagen. So, jetzt muss ich erstmal wieder eine Kleinigkeit essen. Oder mehr als nur eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, das ist irgendwie unglaublich schnell im Moment, habe ich das Gefühl. Ach komm, ich mache jetzt mal, ich übertreibe jetzt einfach mal. Übertreiben wir mal ein bisschen. Wir machen jetzt mal gemeinsam das hier auf. Sicherheitskamera-Paket und gucken mal, was da drin ist. Und ich packe auch mal gerade hier... Die Dosen noch weg. Und ich sehe gerade, das hier muss mal repariert werden. So. Da muss ich gleich auch noch Munition holen. Und, genau. Hier kommt noch das Wasser rein. Perfekt. Und irgendwo haben wir noch Samen. Stimmt. Hier. So, was haben wir denn hier drin? Ja, alles Elektroteile, die können wir direkt mal in die Elektrokiste schmeißen. Hier. Ja, das kommt mit rein. Das kommt in Werkzeuge. So, ich werde jetzt mal schnell den anderen Kram noch wegräumen. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes tun werden. Ich meine, vielleicht fahren wir auch morgen einfach nochmal schnell rüber zu dem Shamways. Ja, wobei, das ist jetzt so eine weite Strecke. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall gleich noch Kleber machen. Wie gesagt, ich räume erstmal gerade den Rest noch weg. Oben ist auch noch was drin und dann machen wir gleich mal hier Repair Kits und Co. Also werkzeugtechnisch hat sich das dann doch gelohnt. Dann würde ich sagen, nehmen wir die neue Axt direkt mal an uns. Verändern und jetzt wird es gerade auch wieder Tag. Sehr schön. Und dann schmeißen wir die hier für den Händler rein. Und ich brauche neue Repair Kits. Die machen wir jetzt gleich auch mal direkt fertig. So. Die machen wir jetzt direkt auch mal fertig. Ich guck mal, ob oben noch was drin war. Ich glaube, wenn nur noch eine Kleinigkeit. Und dann können wir eigentlich auch direkt wieder los. Ich bin auch am Überlegen, die Munition könnten wir rein theoretisch mal einschmelzen. Und wir haben in der Tour jetzt, glaube ich, auch wieder eine ganze Menge 762, sondern genau hier 9mm Munition gefunden. Die können wir dann auch mal verwerten für die Geschütztürme. Und so, das kommt hier rein. Den können wir eigentlich verkaufen und die Suppe noch hinten rüber. Und dann schauen wir mal ins Feuer. So, nee. Hat nicht gereicht, weil voll 1 Minute 22. Jo. So, was machen wir denn noch? Thunfisch-Sandwich, ja. Ich habe übrigens heute mal ein Video gesehen, wie groß Thunfische sein können. Wenn man sich da nie so einen Kopf drüber macht, dann ist das schon krass, dass sie bis zu 5 Meter groß werden können. Maismehl. Ach ja, klar, wir brauchen eine ganze Menge Maismehl dafür. Ach, warte mal. Wo
bevor ich jetzt hier eine große Portion mache. Ich hatte doch hier. Nee. Ach nee, das haben wir schon verwertet, ne? Für Maisbrot. Na, natürlich. Warte mal, dann machen wir hier wieder 15 Kisten. 25 einfach. Maismehl. Und hier dasselbe. 2, 5. Rezepte, Maismehl, zack, dran da. So, oben hatten wir gerade anscheinend Besuch. Da muss man gerade mal schnell schauen. Ich glaube, ich habe das Tor zugemacht. Ich glaube, diesmal habe ich dran gedacht. Ja, guck mal. Vorbildlich. Ich muss jetzt noch immer ein bisschen aufpassen, wenn ich in den Garten renne. Hallo? Hä? Ich sehe ihn gerade nicht. Aufklärung. Ja, wo ist er? Ach, da vorne! Ja, komm, wir haben langsam, bisschen Fleischknappheit, da kann ich mir auch gerade mal hier das Fleisch gönnen. Wo liegt er denn jetzt? Ah, hier. Eigentlich wäre mal sowas cool. Also generell, wenn man eine Minimap hätte. Und wenn man dann wie, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber damals bei Red Dead Redemption 1 hat man auf der Karte, wenn man was gekillt hat und das noch nicht gelootet hat, hat man so ein X gesehen. So, das fände ich hier super geil. Und generell, dass man auch wieder Zombies looten kann. Also, das ist sowieso. Auch wenn da nichts Gescheites drin ist, fand ich das schon irgendwie cooler. So. Zack, zack, zack. Oh, das war ein bisschen länger. Jetzt ist durch und du bist auch so gut wie durch. So. Dann tun wir das mal gerade hier rein. Wir brauchen aber auf jeden Fall Fett noch. Das nehme ich direkt mal mit. Und dann haben wir hier wieder einen Tee mehr. Wie viel können wir machen? 17 gerade. Woran hapert es? An der Dose Thunfisch? Natürlich. Braucht 11 Minuten 42. Kochen. So, 17 Stück ist auf jeden Fall schon mal was. Wir können mal gerade gucken. Rezepte. Chili, Wildbrett, Maisbrot. Kriegen wir auch hin. Also Maisbrot ist schon ein geiles Produkt. Oh, haben wir doch ein bisschen was. Chili. Okay, damit kriegen wir auf jeden Fall auch noch was hin. Was war das? Ach, jetzt muss Chili Dog. Ich musste gerade an Billy Dog wegen Grounded denken. Hapert an Chili. 5 Minuten drauf. Also jetzt noch. So, das braucht jetzt. Ja. Das müssen wir hinhauen, ne? Ah, nicht ganz. Das schon eher. So, das sieht auch schon mal wieder wesentlich besser aus. Nee, was tue ich denn hier? Was tue ich denn hier? Wir können eigentlich mal gerade gucken hier. Rezepte. Man braucht das halt für alles, ne? Blaubeerkuchen, Heidelbeer, Ei, Maismehl. Ja, Maismehl haben wir, glaube ich, nicht mehr. Oh, doch. Ups. Rezepte. Also, nochmal. Wir brauchen Eier, Heidelbeeren. Jo. Oh, da ist ja sogar noch Zeug drin. Warum? Was fehlt? Gekochtes Wasser, natürlich. Kommt sofort. Was hatten wir denn? Ach, haben wir alles aufgebraucht, ne? Ja, ich weiß nicht, wie groß die Stacks sind. Ich bin aber überlegen, noch ein zweites Feuer einfach zu bauen. Ja, komm.
Lagerfeuer. Wir leben ja hier im Luxus, da kann man sich auch ein zweites Feuer gönnen im Haus. Hier sind wir richtig. Wir brauchen einmal ein wenig Zeug fürs Grillen und einmal einen Kochtopf. So. Okay. Ach, das ist schön, wenn man einfach machen kann. Zack, zack. Und Wasser, ja, warte mal, das sind 15 Stacks, ne? 15, 30, 60, 90. 90 Wasser können wir machen. 10 Minuten, 30. Hatte ich ja sogar fast perfekt. Und dann gucke ich mal ganz kurz hier in unserem Bad. Das habe ich übrigens da noch reingepackt. Da müssen wir bald auch ja, erweitern. Aber irgendwo hatten wir noch... Hoppala. Hier, wollte ich doch gerade sagen. Irgendwo hatten wir noch Messbecher. Schade, geht gerade nicht. Dann mach ich es halt so. Hey, jetzt geht's. Thun. Und Chili Dog. Wieso habe ich so viel. Ach so, Blaubeerkuchen noch. Was passt da noch drauf? Warte mal, damit kann man doch auch was machen, oder? Nee, doch nicht. Falsch gedacht. Ach, hier war es, okay. Dann schauen wir mal gerade. Lachs und Maismehl. Vier Minuten 10 oben drauf. Ja, das wird reichen. Ansonsten kommt jetzt so langsam. Ach ja, genau, das war ja das Ding. Wir brauchen auf jeden Fall ganz viel gekochtes Wasser. Eigentlich könnten wir auch voll übertreiben, ganz entspannt. Und einfach richtig fett hier, ne? Feuer hinstellen, aber ja, wir lassen es mal so. Jetzt wird ja schon mal eine ganze Menge hier gemacht. Das ist ja schon mal viel wert. Genau. Ah, wobei. Das habe ich extra da reingelegt. Dann mache ich auch das mal gerade hier. So. Warte mal. Das ist ja eigentlich okay. Ja, wobei es ist halt das schlechtere Essen. Lassen wir es so, wie es ist. Wir haben jetzt 6.20 Uhr. Dann können wir eigentlich nochmal gerade schnell beim Händler vorbei. Würde ich sagen, machen wir nochmal alles leer und dann gucken wir mal. Da müssen wir schauen. Wir haben ja auch die Schatzkarte gefunden. Einmal hier und einmal hier. Ja gut, das ist halt echt weit unten, ne? Gerade mal hier nochmal neu. Was haben wir hier? Wie viel geht da rein? Okay. Überrannt? Nee. Ja. So, dann wissen wir da Bescheid. Ich habe die Tür nicht zugemacht. Das müssen wir natürlich tun. Und dann schauen wir mal jetzt hier, ne? Ich habe was vergessen. Okay, machen wir mal zurückkommen. Ich wollte doch die ganze Zeit Repair-Kits machen. Machen wir einfach, wenn wir wieder da sind. Ja. Es ist aber gerade sehr, sehr schön, dass wir einfach so viel wieder haben, um zu kochen.
Eigentlich haben wir gar kein Problem gehabt. Aber sowas würde ich mir übrigens auch wünschen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, wie bei Grounded einfach, dass du, ne, wenn du in der Nähe was hast, so eine Werkbank oder so, dass dann alle Sachen im Umkreis automatisch einbezogen werden in Kisten. So, das kann ich hier wieder andrehen. Das ist übrigens nicht unseres, ist aber auch ein bisschen schlechter. Und da habe ich auch schon nachgeschaut direkt. ...126 haben wir gerade. Geil. Und nochmal 4000. Oh, schade. Nee, unser macht wesentlich mehr. Da haben wir noch ein paar Solarzellen, die können wir eigentlich beide kaufen. Theoretisch. Die kaufen wir auf jeden Fall. Einfach weil wir können. Hast du wie... Much obliged, Stranger. Du hast gerade Restore gehabt, ne? Ich wollte schon sagen, du hast coole Sachen dabei. Nee, Blei würde ich nicht kaufen. Auch wenn wir keines mehr haben. Da würde ich dann nochmal losziehen. Das ist von mir. Nee. Doch nicht. Das ist von mir. Kleber. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Was können wir denn hier noch gebrauchen eigentlich? Nix. Ja, das ist ein bisschen schade. Das wäre nice gewesen, wenn die besser gewesen wäre. Kann man die nicht sogar... Machen wir Baumplanten hier, okay. Ja, ganzes Inventar jetzt voller Geld. Können wir eigentlich auch nochmal einschmelzen dann. Ich glaube, da werden wir einfach mal... so einen fetten Batzen jetzt einschmelzen. Also mal so 20.000 oder so. Ich denke, das können wir mal machen. Da können wir später... Oh ja, oder 40.000. Aber 40.000 ist halt schon... Ja gut, wir haben jetzt die Solarpanels halt nicht geholt, ne? Aber Self-Reminder hier, wir brauchen Repair-Kits. Gucke ich jetzt mal direkt nach. Und da fahre ich erstmal wieder rein. Und dann schauen wir mal. Oh Gott, das ist ein bisschen zu groß. Kein Risiko jetzt eingehen. Bevor wir die Spikes kaputt machen. Ich finde das immer noch super geil, dass wir eine eigene Garage haben. Einen Bunker am Start. Das macht einfach Spaß. So, ja, komm. Komm, wir gönnen uns den Luxus mal. Messing. Hier sind noch 4 drin. Wie lange brauchen wir dafür? 12 Jahre. Zack. 110 Minuten machen wir jetzt. So. Gönn dir. Es tut auch irgendwo weh. Au. So viel Geld. Aber egal. Wir haben es ja. Wir sind reich. So, da sind schon mal 10 Stück fertig. Es waren keine 15er Stacks. So, 3 Minuten noch. Ja, da brauchen wir nochmal ein Holz. Aber... ich mache jetzt erstmal gerade. Ich war schon wieder vertieft ins Essen. Repair Kits. Wir brauchen Klebebänder. Haben wir gemacht, aber wir brauchen noch ein paar mehr. Eins aber zumindest schon mal. Ach, das ist ja nichts gewesen. Eisen. Nee, geschmiedetes Eisen. Reparokite. So, okay. Eisenerzeugnisse, genau, kommt hier rein. Und dann gerade mal schauen. Kleber war, glaube ich, auch einfach hier aus Knochen. Was ist da unten? Ach so, hier, Chemiestation. Ja, komm, dann machen wir jetzt mal eine fette Portion auch nochmal Kleber. Das reicht. So. Ich hoffe, das reicht auch hier mit dem Holz. Mit dem Knochen. ...250 kriegen wir hin. Ah ja, klar. Geht genau auf. Und dann teilen wir das einfach auf.
Ach nee, jetzt 32. Ups, das war zu viel. Ja, gut. Aber nur, ach, scheiß drauf, es war nur ein Holz. So, 1, 2, 5. Nee, das war das, okay. Dann machen wir bitte. Wieder dasselbe. Michen. Gut. Dann läuft da auch wieder ein bisschen was. Wir haben eine ganze Menge Knochen verbraucht jetzt. Da wird es Zeit, dass mal wieder was stirbt. Und ansonsten hatte ich jetzt hier... was hatte ich denn noch? Warte mal, ich guck mal gerade. Irgendwo für hatte ich das noch. Ach, Blaubeerkuchen, natürlich. Weißmehl, Tierfett. Kriegen wir zusammen. Uns fehlt. Ach so, klar, natürlich. Heidelbeeren. Und wir kriegen 7 Stück hin. Wegen 7 Eier. Okay. 6 Minuten noch plus. 7 Minuten. Ja, okay. Das geht auf jeden Fall. So, kochen. Dann läuft auch das. Hier war noch drin, ne? Oh, wir haben genau 100 übrig. Nice. Ja, ansonsten sieht das wieder sehr, sehr gut aus hier mit der Küche, würde ich sagen. Oh. Na, da brauchen wir auch wieder Eier. Der Kombo war gut, ne? Ich guck mal gerade. Rindfleisch, Erbsen, Fond. Gerade mal schauen. Rindfleisch, Erbsen, Fond. Ja gut, haben wir nicht mehr so viel. Was brauchen wir denn dann noch? Tierfett und gekochtes Wasser. Jo. Vielleicht sollte ich das Fett hier mit reinsortieren, aber gut. Wir lassen es mal so. 3 Minuten 41. Wie geht's weiter? Rezepte. Da geht nur der Gumbo. Ja, guck mal, sieht jetzt schon mal wesentlich sparsamer aus hier. Wir brauchen für alles Erbsen gerade. Rindfleisch, Nudeln, Pilze, Tierfett. Rindfleisch. Nudeln. Tierfett. Was war das? Nudeln? Nein. Spaghetti, genau. Ach ja, klar, Pilze. Sehr geil, schön mit Pilzen. Was ein Luxus. Plus 11, 43, dann ist das, glaube ich, was Gutes. Ich glaube, dann ist es was echt Gutes. Ich mache gerade voll Bock, irgendwie wieder alles zusammen zu kochen, ne? Ich weiß auch nicht. War das gut? Ich glaube, Kürbisbrot war auch relativ gut, ne? Schämsuppe. Schäm, Kartoffel, Mais. Ich glaube, Schäm haben wir aber nicht mehr da, oder? Doch. Schäm, Kartoffeln und Mais. Ja, Mais ist jetzt schwierig. Das liegt in einem Haufen. Nee, können wir gerade nicht... Ach, ich hasse es. Können wir gerade nicht machen. Ne, das war andersrum. Ich glaube, so war's. Ja, können wir gerade leider nicht machen. Aber ist ja nicht schlimm. Dann halt beim nächsten Mal. Ich guck nochmal gerade kurz drüber. Steak mit Kartoffeln. Das können wir wiederum machen. Würde ich jetzt auch einfach mal machen. Kartoffel, Wildbret, Pilze.
Hier ist es drin, ne? Eigentlich bräuchte ich einen Kühlschrank oder so. Oha! Plus! Ach du Kacke. Okay. Wo mache ich denn das am besten? Hier, ne? Plus 30. 35. Ja, 35 Minuten ungefähr. Dann mach du. Dann mach du. Träumchen. Die Kiste wird auch noch voll. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt wieder eine fette Portion Essen im Anmarsch. Und wir sind reich. Wir haben einen Bunker, wir haben ein Auto, wir haben ein Flugzeug. Uns geht's gut. Und ich denke, beim nächsten Mal werden wir wieder eine kleine Tour hier runter machen oder so. Mal schauen. Oder einfach nochmal hier ein bisschen rumhängen. Vielleicht machen wir auch, besorgen wir auch einfach mal zusammen mal wieder zwischenzeitlich ein bisschen Rohstoff. Das geht ja recht zügig mittlerweile. Und ja, damit danke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich drüber freuen und eigentlich könnte man das Feuer hier auch noch nutzen, um hier zu kochen. Wo war ich denn geblieben? Ja, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.